Das können die überall, diese Raketenwerfer, spucke. Schießt du bitte nochmal. Schießt du mal... nicht immer anders? Oh, ich will die eigentlich nicht töten, aber das... die spawnen ja eh nur, ne? Warte mal. Kann man hier irgendwo durchbrechen oder warum sollte da so einer sein? Ich hätte mich da hochschießen sollen an dem. Komm mal her, bitte. Ich kann mich an dem nicht hochschießen, das ist auch gut zu wissen. Muss man manchmal von da darüber fliegen, ne? Versuchen wir das mal. Das mache ich aber mit Schnellreise. Zeit sparen. So. Hoffen wir, dass das ausreicht. Das ist auch weg hier. Ja, hat genau gereicht. Perfekt. So, jetzt kann ich wieder zurück. Ach, wir wollen ja eh nachher zurückgehen. Dann kann ich das andere da bauen. Pff. Das kam überraschend. Ja, vielleicht soll... ja, ich sollte den Schrieweg dann schon erst nächstes Mal machen, wenn ich... ach, nö. Wenn ich unendlich atmen kann, weil ich potenziell die Vermutung habe, dass das helfen könnte hier. Ach ja, ich erinnere mich sogar hier an diesen... den wollte ich letztes Mal nicht holen, weil ich keine Ahnung hatte, wie das gehen soll. Fragment AG-Zelle. Ich glaube, man kauft da nur Fragmenten bei dem. Das heißt, immer nur alle zwei Einkäufe wird es ein Herz mehr, ne? Kann gut sein. Nein. Unten könnte was sein. Schieß mal bitte. Suchen wir mal, das aufzubrechen. Ne, doch nicht. Potenziell brauche ich eigentlich nicht mehr die Hilfe von dem, aber wer da schon gerade da ist und schießt. Ja, genau, Amulett platzieren. Nicht platzieren. Ich wüsste aber gern, warum nicht. Drücke E. Das ist Mobbing. Interagieren E. Enter geht auch. Versuchen wir gleich mal Enter. Hä? Ach, wieso hast du es jetzt platziert? Ich hab doch... Ich sag nichts mehr. Wir holen unsere Fähigkeit wieder. X? Danke. Ich habe denselben Knopf zweimal gedrückt. X. Gut. Dann wollte ich jetzt noch da runter und das Erz holen. Sehr schön. Obwohl es hier irgendwie nicht so sauber aussieht. Aber es muss ja nicht sauber sein, weil gerade hier ist ja... obwohl, das ist das Sumpfgebiet. Da viel sauberer soll das hier auch nicht aussehen. Atmen. Ori. Danke.
Aha. Aha. Gut versteckt. Wenn man ohne die Sprint sowieso nicht rangekommen. Mehr ist hier. Schön, dass es nicht auf der Karte drauf ist. Nicht. War vermutlich, wenn man auch ohne Dash da rangekommen. Also. Mein Leben. Also ich meinte eigentlich jetzt nicht ohne Dash daran, sondern ohne Dash den ersten Weg. Hallo Kuh. Okay, in die Kuh müssen wir. Kuh muss leider noch ein bisschen warten. 91%. Gut, wir wollen jetzt da oben das, dem Gerücht nachgehen. Müssen wir vermutlich entweder hier hoch oder oben beim Eisbären lang. Potenziell beides gut. So, und warum ich das jetzt hier vorziehe zu dem anderen, zu Schrieks Dungeon? Ich habe das Gefühl, dass ich bei Schrieks Dungeon relativ. Ich heile mich mal kurz. Dass ich bei Schrieks Dungeon die Atemfähigkeit haben möchte. Und das zweite Argument ist, dass ich glaube, dass wir da diesen Bodenbrechfähigkeit bekommen bei dem. Die brauchen wir bei sehr, sehr vielen Orten. Wie viel Geld habe ich? Könnt ihr es einfach sehen? 400. Warte, eine zusätzliche Lebenszelle. Müsste ich jetzt. Hat wieder nicht funktioniert. Muss ich vielleicht erst mehr Börse töten, damit es weiter erhöht wird? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Oder das ist irgendeine Fähigkeit. Ah, das ist eine Fähigkeit. Ich bin ja auch doof. Ah, wir brauchen ganz, ganz dringend. Genau. Das haben wir eben verbessert. Glaube ich. Könnte mich täuschen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Challenge-Schrein demnächst, wenn es so gut es geht. Einen, wo ich nicht verzweifle. Das wäre perfekt. Kriegen wir jetzt sogar noch mehr Belohnung, weil wir es weitergemacht haben. Tatsächlich. Aber das zeigt uns mal wieder nur, dass ich da nicht hin wollte. Dass hier vermutlich nicht weitergeht. Wir müssen vermutlich oben lang, denke ich. Ja gut, das ist Speed nach unten. Denn wenn wir hier gerade schon unten sind, können wir auch die Erze nochmal eintauschen. Was ist eigentlich die nächste Verbesserung? So. Dächer über Köpfern. Neue Behausung zu bauen. Mehr Häuser bedeutet mehr Mucke, ja. Nee. Bin ich leicht enttäuscht. Das war vielleicht das erste Mal Häuser bauen besser. Da könnte man vielleicht höher kommen jetzt. Jetzt, wo wir hochklettern können, vielleicht, ja. Gehen wir hier hoch. Rüber. Wie war ich schon? Was ist das da oben? Glänzt so. Okay, 50 Geld. Aber ich wollte eigentlich das Blaue wissen. Kiste! 80. Ist hier so viel drin? 150. Keine Ahnung. Das ist das Haus, was wir gerade gebaut hatten, oder? Das ist die Belohnung dafür. 150 Geld. Ja. Ah, komm, bringen wir den letzten Samen auch noch. Fangen wir an.
Das ist ein sehr seltener Samjar. Heißt das, wir kriegen jetzt eine Fähigkeit? Wir kriegen jetzt eine Fähigkeit dafür, dass ich hergekommen bin. Ich bin so happy, dass ich das hingestellt habe. Also, dass ich den Samen vorbeigebracht habe, meine ich. Wo ist der Baum? Zeig mir den Baum. Da. Ahnenlicht. Das Licht der Ahnengeister stärkt dich. Allein bevor ich jetzt 25% mehr schaffe. Oh. Gottgleich. Gottgleich. Danke, Ki. Du bist der Beste. 25% Schaden auf alles. Oh. Hä? Ich wundere mich, wann der Sound weg. Ist der Sound immer weg, wenn ich zur Karte gehe? Ist mir nie aufgefallen vorher. Kann man da auch eigentlich theoretisch gesehen schon hoch raus? Brauche ich gerade aktuell nicht. Muss ich hier wirklich lang? Ja. Ja, tatsächlich. Ich mache ja statt 4 jetzt 5 Schaden. Und 25% ist. Also 5 statt 4 klingt jetzt nicht viel. Aber es ist wirklich viel. Gerade im Endgame, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden oder so machen, ist echt viel. Jetzt, wo wir alles mögliche an Fähigkeiten, Mobilitätsfähigkeiten haben. Brauchen wir auch nicht mehr Angst haben vor solchen Kleinigkeiten. Warum sollte man da so hochgehen wollen? Aha. Oh. Okay, ich war schon mal so staunend, hab's schon mal gefunden. Ich glaube, das war in der Aufnahme nach der verlorenen Aufnahme. Gut. Nochmal bitte. Bisschen mehr Pfiff. Ich glaube, ich muss an die Wurzel, dann stirbst du, glaube ich, sofort. Okay, gar keinen Schaden. Dann halt in die Fresse. Ja, die Fresse war das. Das war gar nicht die Wurzel. Was wichtig war. Vielleicht auch nur, weil ich hier schon mal extrem gefehlt bin. Ich muss höher, ne? Ja. Wenn man in den meisten Gebieten schon mal stärker gefehlt ist, dann erinnert mich sich daran, wo man genauer hin muss. Das Problem ist halt, ich komme ja nicht weiter, weil ich das Item nicht habe, ne? Betreten und das Reich des großen Bauer, Ori. Bauer. Es liegt voraus und schläft müde vor dem langen Winter, der den Verfall ihnen brachte. Doch die Erinnerung des Waldes hat den Frühling nicht vergessen. Vielleicht können wir auch Bauer daran erinnern, wenn wir ihn wecken können. Ja, ich brauche was Schmales, ne? Bitte. Bitte wach auf. Ich weiß nicht, wo ich dieses Schmale finden soll. Was ist aktuelles? Was ist mein aktuelles Handelsitem? Wanderbeutel, Kräuterbeutel. Ich hab doch einen Zweig. Ich hab einen versteinerten Zweig. Aber das zählt wahrscheinlich nicht, ne? Wo bringt man den Kräuterbeutel hin? Wo bringt man den Kräuterbeutel hin? Dann können wir doch nicht da weitermachen. Leider. Dann müssen wir vielleicht da unten hingehen. Oder zu Skiweg. Einzige Möglichkeiten, die ich sehe aktuell. Können ihn noch nicht aufwecken, so, das ist echt schade. Na gut, dann gehen wir doch dahin. Sehr gut, weiter geht's. Oh ja. Ja, ich denke mal, dass die jetzt eindeutig besser sind. Das freut mich. Wie kommt man da ran? Von unten rum oder hier oben? Versteckter Eingang, nicht von unten. Na komm her. Die waren früher auch mal gefährlicher.
hoffe, ich finde dort einen Teleporter und kann zwischendurch mal umkehren, um mir diese Atemfähigkeit zu holen, weil ich gerade eigentlich nicht darauf achten möchte, wie viel Leben ich habe. Sehr schön. Schießen. Aber ist auch besiegt. Dort ist, glaube ich, kein geheimer Gang. Ne, sieht nicht so aus. Da können wir jetzt weitergehen. Hier waren wir überall schon mal. Aber hier, gleich muss ich nach unten. Probieren wir den Typen mal. Genau, und hier nach unten. Können wir nicht. Es gibt keine Alternativroute mehr. Wir müssen zu Shirek. Es gibt einfach keine Route mehr. Da unten gibt es noch ein paar versteckte Sachen, aber das... Das ist vermutlich so eine Wand, dass man die von links kaputt machen muss. Ich könnte jetzt nur noch raten. Das heißt, wir gehen jetzt mal dahin. Und gucken einfach mal, ob wir da vielleicht nach unten weiterkommen. Und wenn es auch nicht weitergeht, dann... Ja. Gut, dass ich unbesiegbar werde, wenn ich mich teleportiere. Von denen auch mal besser, die haben mich nicht getroffen. Ich glaube, da komme ich nicht durch, weil eine Sperre ist. Das bedeutet, ich muss dahin. Ja. Time for Shirek. Shade. Baron ist so der Boss, für den ich am meisten Respekt habe. Aber ich denke mal, ich mache eine kleine Pause, einfach nur um ein bisschen synchronisieren und so weiter und starte meine Aufnahme gleich hier wieder. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ein bisschen machen wir auf jeden Fall noch weiter, auch wenn ich eigentlich gar keine Lust auf dieses Gebiet habe. Ja, man kommt hier auch ohne Kure irgendwie lang, das stimmt schon. Besiegen wir die mal kurz. Sollten wir eigentlich ja mit einem Turret locken. Bekommen uns die wirklich gut. Kommen wir hier wirklich weiter? Hier kommen wir nicht weiter, denke ich. Erstmal. Das heißt, wir müssen rechts weiter. Da, wo wir letztes Mal von Kuro getrennt worden sind. Ein bisschen bequemer hin. Letztes Mal schon geguckt habe, ist da oben wirklich nichts? Warum sollte es da sowas geben? Komisch. Oh ne, muss ich hier nachher weglaufen vielleicht? Jetzt geht's hier weiter. Da hinten ist ein Gerücht, da gehen wir zuerst hin, bevor wir da unten hingehen. Und hier waren wir so gesehen noch gar nicht. Hä? Warum sollte da ein komisches Viech sein? Jetzt bereue ich es irgendwie, dass ich nicht hochgegangen bin. Naja, aber ich kann ja zum Glück halbwegs mehr nach oben, ohne Probleme. Was bist du? Einfach nur ein Stein. Futterstelle. Dachte, da unten ist der. Also der Bosskampf. Nicht hier oben rechts.
ganz leise.